Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Anna von Deutsch Easy und helfe dir beim Sprachenlernen. Ich sage dir jetzt drei Sätze mit dem Verb lassen und du versuchst nachzuvollziehen, welche Funktion das Verb im jeweiligen Satz ausübt. Ready? Das lässt sich ganz einfach erklären. Wo lässt du normalerweise deine Jacke reinigen? Ich lasse mein Kind nie so behandeln. Sie scheinen ziemlich unterschiedlich zu sein, was? Im heutigen Video geht es rund um das Verb lassen mit seinen Funktionen und Besonderheiten. Wenn es dich interessiert, bleib dabei. Deutsch Easy mit Anna Kreib. Hier geht es um das Wichtigste beim Sprachenlernen: Motivation, Integration und Durchhaltevermögen. Vielleicht mal vorab, das Verb lassen wird in verschiedenen Kontexten benutzt und hat eine sehr breite Bedeutungspalette. Das macht durchaus Sinn, sich mit diesem Verb auseinanderzusetzen, alle seine Funktionen, Besonderheiten und Bedeutungen zu lernen, weil es dir definitiv das Leben erleichtern wird. Das Verb lassen ist einfach überall. Das hat auch verschiedene Bedeutungen und je nach Bedeutung, je nach Kontext, lässt sich auch die Vergangenheitsform des Verbs bilden. Heute gehen wir durch fünf verschiedene wichtige Bedeutungen des Verbs lassen und zum Schluss diskutieren wir auch noch unten in den Kommentaren die sechste Bedeutung des Verbs. Daher musst du fleißig kommentieren. Ansonsten, wenn du etwas zum Schreiben hast, geht's los. Okay, erstens, lassen als ablegen, abstellen, nicht mitnehmen. Lassen Sie bitte Ihre Tasche an der Kasse. Sie dürfen die Tasche nicht mitnehmen. Die Tasche muss hier bleiben. Lassen Sie bitte die Tasche an der Kasse. Kann ich bitte mein Buch hier lassen? Ich komme morgen wieder, ich brauche das Buch hier. Kann ich mein Buch hier lassen? In der Vergangenheitsform behandeln wir das Verb lassen als Hauptverb. Ich lasse, ich ließ, ich habe gelassen. Also wenn du die Vergangenheitsform benutzen möchtest, musst du dann quasi das Verb im Partizip 2 benutzen. Ich habe mein Buch hier gelassen. Ich habe mein Fahrrad draußen gelassen. So einfach ist das. Zweitens, du kannst durch das Verb lassen zeigen, dass eine Handlung nicht von dir selbst, sondern von einer anderen Person ausgeführt wird oder schon ausgeführt worden ist. Das sind üblicherweise die Handlungen, die wir alleine nie so richtig schaffen können. Zum Beispiel anstatt Haare schneiden lassen, anstatt impfen, impfen lassen, weil ich das nicht selbst machen kann. Mein Friseur schneidet mir die Haare. Ich lasse meine Haare von meinem Friseur schneiden. Ärzte impfen Patienten. Patienten lassen sich von Ärzten impfen. Jetzt Achtung, wir haben zwei Verben in diesen Sätzen. Einmal impfen, einmal lassen, einmal schneiden, einmal lassen. Und wenn es der Fall ist, sieht die Vergangenheitsform folgendermaßen aus. Ich lasse meine Haare schneiden. Ich ließ meine Haare schneiden. Präteritum. Ich habe meine Haare schneiden lassen. Perfekt. Ich habe meine Haare schneiden lassen. Vielleicht ein kleiner Tipp. Man spricht alltäglich hauptsächlich im Perfekt. Das heißt, du solltest dich mit der dritten Form, ich habe meine Haare schneiden lassen, ich habe meine Jacke reinigen lassen, ich habe mein Fahrrad reparieren lassen und so weiter, vertraut machen. Wenn es dir vielleicht an dieser Stelle zu flott war, kann ich dir meinen Grammatikkurs empfehlen. Dort habe ich diese Form detaillierter ausgearbeitet. Die nächste Möglichkeit, lassen als Verb der Erlaubnis. Ich lasse mein Kind keine Cola trinken. Ich lasse mein Kind keine Cola trinken. Ich lasse mich nicht so behandeln. Die Konstruktion ist, jemand lässt jemanden etwas machen oder beziehungsweise die Konstruktion ist, jemand lässt jemanden etwas nicht tun. Hier haben wir wieder zwei Verben hintereinander und deshalb sieht die Vergangenheitsform fast genauso aus wie in den Beispielen davor. Ich lasse mein Kind keine Cola trinken. Ich ließ mein Kind keine Cola trinken. Ich habe mein Kind keine Cola trinken lassen. Auch hier gilt, lerne das Perfekt.
sich lassen plus Infinitiv gehört zu einer der Passiversatzformen. Du kannst eine passive Konstruktion können plus Partizip 2 plus werden durch sich lassen plus Infinitiv ersetzen. Keine Sorgen, ich werde jetzt erklären, was das ist. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Das ist ein Aktivsatz. Ich kann das nicht. Eine Person. Wenn du das alles im Passiv sagen wolltest, würdest du sagen, die Tür kann nicht geöffnet werden. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Einmal können, einmal geöffnet als Partizip 2 und einmal werden. Und das ist genau das, was ich meinte. Wenn du so eine Konstruktion hast, kannst du diese durch sich lassen plus Infinitiv ersetzen. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Die Datei lässt sich nicht kopieren. Das Fahrrad lässt sich nicht reparieren. Und so weiter und so fort. Ich glaube, bei diesem Thema ist das wichtig, dass man sich ein bisschen eingroovt. Du brauchst schon definitiv Zeit und Geduld, um dich reinzudenken, wann du sowas brauchst, wie sich die ganzen Formen bilden lassen und so weiter. Ich beruhige das Kind, oder andersrum, ich kann das Kind beruhigen, das Kind kann beruhigt werden, das Kind lässt sich beruhigen. Das Kind lässt sich beruhigen, das Kind ließ sich beruhigen, das Kind hat sich beruhigen lassen. Und die letzte Bedeutung des Verbs lassen, zumindest im Rahmen dieses Videos. Lassen als Hauptverb im Sinne von aufhören, etwas zu machen. Lass das bitte. Lass das bitte. Lass bitte das Naschen kurz vorm Schlafen gehen. Du wolltest doch abnehmen. Lass bitte das Naschen kurz vorm Schlafen gehen. Naschen bedeutet etwas zwischendurch essen, oft etwas Süßes. Tina lässt endlich das Rauchen. Tina lässt endlich das Rauchen. Rauchen ist in diesem Satz ein Nomen. Und hier hast du nur ein Verb und deshalb behandeln wir dieses Verb als Hauptverb. Tina lässt endlich das Rauchen. Tina ließ endlich das Rauchen. Tina hat endlich das Rauchen gelassen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was bedeutet, lass mich dir helfen? Lass mich dir helfen. Wenn du weißt, was das ist, schreib es bitte unten in die Kommentare. Wenn nicht, lass uns das unten in den Kommentaren klären. Ich denke, das sind fast alle Bedeutungen des Verbs lassen in diesem Video ganz kompakt. Und das ist schon sehr, sehr praktisch. Wenn du merkst, dass dir vielleicht einige Grundkenntnisse der deutschen Grammatik fehlen, kannst du mich jederzeit anschreiben. Da kann ich dir definitiv weiterhelfen. Ansonsten like und kommentiere dieses Video, damit es weiterhin den anderen Deutschlernern angezeigt wird. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Mach's gut! Und hier in diesen Sätzen hast du nur ein Verb. Deshalb vielleicht mal vorab. Zweitens, du kannst durch das Verb helfen, wenn du die. Warum?